Fabians Universe. It's okay. Willkommen in der Online-Uni. So ungefähr habe ich reagiert. Okay, ich weiß, es ist schon ein bisschen her, dass das neue Semester begonnen hat, und zwar online. Aber vielleicht ist es für einige noch nicht zu spät für ein paar Tipps, wie sie ein bisschen motivierter, ein bisschen disziplinierter und ein bisschen strukturierter durch das Online-Semester durchkommen. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe so die letzten Tage so meine Aufgaben und Vorlesungen und Vorträge gemacht an meinem Schreibtisch und dachte mir so, hey, irgendwie läuft es gerade ziemlich gut. Du bist ziemlich motiviert. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Und deswegen sitze ich jetzt hier und mache ein Video darüber, wie ich es geschafft habe, ein bisschen motivierter zu sein. Ich würde einfach sagen, let's go. Ich muss erstmal meine Liste raussuchen. Was ich gut erst seit einer Woche oder so mache, ist mir jeden Morgen einen Wecker zu stellen. Jetzt denken sich die erst wahrscheinlich so, muss ich um 6 Uhr aufstehen? Nein. Also ich würde es einfach ganz nach eurem Schlafrhythmus abhängig machen. Also ich persönlich bin jemand, ich gehe so zwischen 11 und 12 eigentlich ins Bett. Und deswegen stelle ich mir jeden Morgen den Wecker auf 8 Uhr. Was finde ich dann human ist, weil ich dann 8 Stunden Schlaf habe und meistens sowieso um die Zeit dann schon wach bin. Aber ich brauche einfach dieses mir einen Wecker stellen, damit ich eine feste Zeit habe, wo ich eben aufstehe. Ich mache es aber so, dass ich halt mir auf 8 Uhr einen Wecker stelle und dann aber erstmal eine halbe Stunde. Okay, nicht eine halbe Stunde. Meistens bin ich noch so 15 Minuten, sag ich mal, am Handy. Und dann stehe ich aber wirklich auf und mache halt so meine Morgenroutine. Und für diese Morgenroutine gebe ich mir selbst eigentlich immer so ungefähr eine Stunde Zeit. Das beinhaltet eigentlich nur, was zu essen, mich fertig zu machen und vielleicht irgendwie noch ein bisschen aufräumen oder so, dass ich halt in einem ordentlichen Space hier arbeiten kann. Weil bei mir ist es so, wenn es unordentlich ist, dann bin ich auch gleich unkonzentrierter. Und dann setze ich mich einfach direkt an Schreibtisch. Ich versuche wirklich jeden Tag morgens das Gleiche zu machen, um das so zu ritualisieren. Einfach damit mein Körper sich daran gewöhnt, dass, wenn wir das alles gemacht haben, uns an den Schreibtisch setzen und etwas Produktives machen. Dann ist das nächste, was ich mir meistens mache, eine To-Do-Liste schreiben. Einmal, um halt den Überblick über den Tag zu bekommen, was alles so ansteht, was ich heute schaffen will. Und einmal, um eben mich selbst zu motivieren, wenn ich eine Sache abhaken kann, dann geht es einem gleich viel, viel besser. Bei mir ist es in den meisten Fächern so, dass regelmäßig Vorlesungen hochgeladen werden, immer zu den Zeiten, wo eigentlich Vorlesung wäre. Dann versuche ich das wirklich an dem Tag, wo das Video zu der Vorlesung rauskommt, versuche ich das wirklich gleich zu machen und nicht irgendwie mir zu denken, oh ja, okay, dann mache ich das irgendwie morgen oder so, sondern wirklich, ich will es dann gleich abhaken, damit ich dann gleich weiß, okay, das Modul habe ich jetzt schon abgehakt, da kommt dann erst nächste Woche wieder was. Aber ich habe auch ein Modul, da wurden einfach am Anfang ganz, ganz viele Videos auf einmal hochgeladen, weil es auch von mehreren Dozenten gehalten wurde. Da habe ich mir dann einfach vorgenommen, okay, ich mache einfach 4-mal die Woche oder 5-mal die Woche, je nachdem, wann ich fertig sein will. Nehmt mir vor, halt ein Vorlesungsvideo mir anzuschauen und durchzuarbeiten. Und es funktioniert eigentlich echt gut, also ich liege echt gut in der Zeit. Ich muss nur noch 5 Videos, glaube ich, machen und habe ja eigentlich noch einen Monat Zeit. Also das kann ich euch empfehlen, dass ihr euch versucht, selbst einen Plan zu machen, dass ihr sagt, okay, ich mache Montag, Dienstag, Mittwoch für das Modul eine Vorlesung und dann habe ich Donnerstag noch das und Freitag das. Dann vergesst auf keinen Fall, irgendwelche anderen Aufgaben oder Vorträge in den zugehörigen Seminaren oder irgendwelchen Modulen zu verpeilen. Also ich habe mir da wirklich direkt in meinen Kalender reingeschrieben, wann ich welchen Vortrag hochladen muss und wann ich welches Online-Meeting habe und da meine Aufgaben halt präsentieren muss. Und habe dann auch geguckt, okay, bis wann will ich es fertig haben, damit ich eben nicht in Zeitverzug komme. Und habe das dann auch so gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, an dem Tag nehme ich mir jetzt einfach den kompletten Tag, um diese eine Aufgabe zu machen, damit ich das dann abgehakt habe. Also versucht dann solche Aufgaben nicht einfach nebenbei noch zu machen, sondern nehmt euch wirklich am besten einen ganzen Tag oder vielleicht auch nur einen Vormittag oder einen Nachmittag oder 3-4 Stunden und sagt, okay, in diesen 3-4 Stunden mache ich nichts anderes, egal ob irgendwas hochgeladen wird, ich mache einfach nur diese eine Aufgabe. Wenn ihr zeitintensivere Aufgaben habt, die ihr nicht an einem Tag schaffen könnt oder wo ihr euch mit Kommilitonen absprechen müsst, weil ihr zum Beispiel zusammen einen Vortrag haltet, dann setzt euch da dran, schreibt denen,
macht einen Termin aus, wo ihr erstmal den groben Überblick macht. Dann macht einen zweiten Termin aus, wo ihr dann besprecht, was ihr alle rausgesucht habt. Und dann macht auch rechtzeitig wirklich Termine, dass ihr euch trefft, um das halt gemeinsam aufzunehmen und dann hochzuladen und so. Macht es wirklich einfach alles rechtzeitig und plant das mit ein. Nochmal zum Thema Vorlesungen. Also mir ist es oft aufgefallen, dass ich demotiviert bin, wenn ich schon sehe, dass dieses Vorlesungsvideo 1,5 Stunden lang ist. Dann habe ich es für mich rausgefunden, dass es besser ist, dann in Etappen zu arbeiten. Also ich mache vielleicht so, wenn es 1,5 Stunden sind, mache ich vielleicht so 1/2 Stunde. Vielleicht sogar 40 Minuten. Mache dann eine Pause und vielleicht ist es schon nachmittags, dann lasse ich es einfach liegen. Und am nächsten Morgen, wenn ich mich dann dran setze und sehe, okay, jetzt muss ich nur noch die Hälfte davon machen, bin ich gleich motivierter, weil ich halt eben weiß, okay, es sind keine 1,5 Stunden mehr, ich pack das easy. Und wenn ich dann erstmal das eine Video fertig habe, bin ich gerade so richtig im Flow drin meistens, dass ich gleich das nächste Video anmache. Und so mache ich das dann jeden Tag, dass ich im Prinzip von der Zeit her ein Video mache, aber immer quasi versetzt ein Video beende und das nächste eben anfange. Ich weiß nicht warum, im Prinzip ist es der gleiche Zeitaufwand, aber ich bin einfach motivierter. Ihr solltet auf jeden Fall für euch selbst rausfinden, wann ihr am produktivsten seid. Belügt euch da nicht selbst und sagt so, oh nee, ich schlafe aus und ich bin ja viel produktiver nachts so und dann liegt ihr nachts auch nur am Handy. Hört mal richtig in euch rein und seid ehrlich zu euch selbst, ob ihr morgens eher produktiv seid, wenn ihr früher aufsteht oder ob ihr wirklich abends produktiver seid und dann lieber ausschlaft und dann aber bis spät in die Nacht quasi irgendwas für die Uni macht. Weil bei mir ist es so, ich bin eigentlich vormittags immer produktiver als nachmittags. Und deswegen habe ich ja halt auch angefangen, mir einen Wecker zu stellen, damit ich auch den ganzen Vormittag nutze. Wenn ich mich dann morgens hinsetze, dann sitze ich da erstmal. Schreibe mir halt meine To-Do-Liste und dann ist eigentlich die schwierigste Phase des Tages. Das klingt jetzt komisch, aber es ist so, wenn man sich hinsetzt und anfängt, eine Aufgabe zu machen und man hat keine Lust darauf. Und wenn man dann aufhört, dann hat man eigentlich schon verloren. Also ihr müsst einfach nur diese ersten 20 Minuten, wo ihr euch hinsetzt, überleben. Wenn ihr die ersten 20 Minuten euch mit einer Aufgabe beschäftigt habt, dann erreicht ihr diesen Flow-State, so nenne ich es, also diesen Flow einfach, dass ihr einfach merkt, okay, irgendwie vergeht die Zeit gerade schneller oder oh, jetzt habe ich wieder 5 Minuten Vorlesung geschafft. Wenn ihr das erreicht habt, dann habt ihr das Schwierigste des Tages eigentlich geschafft, weil dann seid ihr erstmal drin in der Aufgabe und werdet ein bisschen schneller fertig. Gut, bei Vorlesungen macht das jetzt nicht wirklich Sinn, weil da sind 1,5 Stunden immer noch 1,5 Stunden, aber die Zeit vergeht schneller. Ihr müsst dann selbst für euch entscheiden, ob es für euch besser ist, wenn ihr erstmal eine nervige Aufgabe morgens macht. Das versuche ich eigentlich immer, aber manchmal bin ich auch einfach so, nee, wenn es irgendwie so ein dummer Tag ist und es auch noch regnet, dann denke ich mir so, okay, dann mache ich jetzt wenigstens irgendeine Aufgabe, die mir Spaß macht. Schau mir irgendeine Vorlesung an, die mich interessiert und versuche dann danach irgendwie die nervige Aufgabe zu machen. Aber eigentlich fährt man immer besser damit, wenn man erst die nervige Aufgabe macht, wenn man dann weiß, okay, jetzt kannst du noch bergauf gehen, jetzt habe ich die Scheiße abgearbeitet und kann jetzt endlich ein paar Sachen machen, die mir ein bisschen mehr Freude bringen. Und ganz wichtig, macht natürlich, ich glaube, das wird auch immer empfohlen, natürlich ausreichend trinken, am besten Wasser oder Tee. Und einfach direkt immer eine ganze Kanne oder so, eine ganze Flasche auf den Schreibtisch stellen und dann wird man regelmäßig daran erinnert, dass man was trinken sollte. Aber was auch mein Tipp ist, vor allem jetzt, wo man eben nur zu Hause sitzt und die Vorlesung bearbeitet, ist, dass man sich zwischendurch bewegt. In der Uni hat man das zum Beispiel, wenn man den Campus wechselt oder allein wenn man den Raum wechselt, dass man ein bisschen frische Luft schnappt und ja, einfach ein bisschen Bewegung hat, ein bisschen quatschen kann mit seinen Freunden, Kopf frei kriegt von der Vorlesung. Und das fällt zu Hause halt alles weg. Deswegen würde ich halt echt empfehlen, dass ihr zum Beispiel eine Vorlesung macht und dann könntet ihr entweder direkt rausgehen, irgendwie, muss ja auch nicht lang sein, nur eine Viertelstunde oder so und das reicht meistens schon. Oder aber ihr denkt euch so, okay, ich lüfte jetzt einfach einmal gut durch, damit der ganze Mief rausgeht und ja, räume zum Beispiel dann mein Zimmer auf in der Zeit, wo ich gerade durchlüfte. Es gibt einfach 1000 Möglichkeiten, was man machen kann. Also versucht wirklich nicht den ganzen Tag in so einer Position vor dem Schreibtisch zu sitzen und so, okay, ich muss alles machen und bla, weil irgendwann verliert man dann die Konzentration. Und ich glaube, bei jedem gibt es so einen Punkt, wo man merkt, okay, meine Konzentration geht gerade runter, ich gucke nur noch aus dem Fenster, dann ist es wirklich besser an der Stelle zu sagen, okay, ich quäle mich jetzt nicht weiter, ich mache jetzt eine Pause. Fangt dann aber nicht an, aus der 5-Minuten-Pause eine 30-Minuten-Pause zu machen. Seid wirklich ehrlich zu euch selbst einfach und sagt, okay, ich habe das Gefühl, ich brauche gerade eine 15-Minuten-Pause.
Es ist auch okay, wenn ihr sagt, okay, ich brauche jetzt einfach mal eine Stunde Pause oder 2 Stunden Pause, solange ihr halt eure Aufgaben für den Tag halt schafft. Also seid da wirklich realistisch, je nachdem, wie viel ihr zu tun habt und wie viel ihr an dem Tag schaffen wollt, weil ihr zum Beispiel am nächsten Tag frei haben wollt. Ganz wichtig ist wirklich das Zeitmanagement, weil mir persönlich fällt es auch schwerer, mir so freie Tage zu nehmen. Für mich ist momentan jeder Tag irgendwie ein normaler Tag. Also es gibt weder Wochentag noch Wochenendtag, weil ich jeden Tag was für die Uni mache. So war es halt am Anfang. Und jetzt habe ich aber in letzter Zeit halt gemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich versuche, wirklich 5 Tage was zu machen. Es muss ja nicht Montag bis Freitag sein. Es kann auch Dienstag bis Samstag sein oder so. Dass ich halt 5 Tage was mache und mir dann wirklich versuche, 2 Tage oder wenigstens einen Tag wirklich unifrei zu machen und zu sagen, okay, heute mache ich einfach gar nichts, egal was passiert, ich mache heute nichts. Das fällt mir persönlich sehr schwierig. Versucht da wirklich euch ein bisschen Zeit für euch selbst zu nehmen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch damit jetzt mitteilen wollte. Ich würde sagen, das war's mit dem Video und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann!